Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Final Fantasy 13. Wir sind hier immer noch mit Cess und Vanille im Auenwald von Sunleth, allerdings schon kurz davor, diesen zu verlassen, da wir ja bereits im letzten Part die beiden Bossgegner besiegt haben, die ja auf uns gewartet haben. Ja, diese haben uns ja sogar wieder mal eine Erweiterung fürs Crystarium eingebracht, welches ich ja jetzt hier offscreen gelevelt habe. Und zwar sogar hier bis zum Anschlag, also so weit wie es eben ging. Ja, hat eigentlich sogar ganz schön gedauert, ungefähr 2 Stunden jetzt gefühlt, würde ich mal sagen. Ganz genau weiß ich das jetzt allerdings nicht mehr. Aber jetzt sind wir hier erstmal vollständig und da bin ich jetzt schon mal gespannt, wie dann jetzt eigentlich ja die KP-Werte bei Lightning und Hope aussehen werden, wenn wir jetzt wieder bei denen jetzt gleich sein werden. Ja gut, aber zuerst einmal müssen wir hier mit den beiden erst einmal ja zu einem Fähranleger hin, der nach Nautilus führen soll. Du willst vorrennen? Na gut, viel Glück, alter Mann. Boah, muss ich ja echt schon mal sagen. Dafür, dass Cess ja nicht mehr der Jüngste ist, ist er aber noch ganz schön gut zu Fuß. So, und da sind wir ja auch schon. Ja, hier vorne ist der Fähranleger. Allerdings, so hier reinzukommen, sieht natürlich ein bisschen schwierig aus. Das Ding steht nämlich unter Starkstrom. Ja, das sehe ich genauso. Hat er auch. Ich hab's gefunden. Can board the ship over there. Huh? Sass, do you hate posts? Why wouldn't I? Look at this mess it's gotten us all into. Of course, it's not to say I always hated it. Seemed fishy. All that Sanctum ranting about the threat from Pulse. Only a matter of time before they strike. Pulse is infested with monsters. Scare after scare. Not even a shred of proof. Tired old cynics like me? Mm-mm. We don't just swallow that tabloid crap. No, no, not me. I figured the Sanctum was up to something crooked. At least until I got dragged in. Yeah. Now that I think about it, all this purge business, it really only happened because Dodge found that Pulse foul sea. You're wrong. Huh? Don't blame him. It was all... Yeah, you're right. It was that scum from Pulse behind it. I might as well have tried to stop the rain. I fought the tears, but they still fell. You're getting soaked. I'll be fine. It's only water. Cocoon is caught in the grip of a pulse-borne terror. If
we allow the sea activity to continue, panic will rip our world apart. The peace and stability we have fought so hard to maintain will be nothing but a memory. Pulseless sea threaten our very way of life. They must be eliminated. There can be no hesitation. That is all. If we fail, our citizens will pay the price. Task Force reporting. Begin operations immediately. Sir! We can make it. Get to the station and board the train for Eden. You think it's still running? Well, if it isn't, we'll make it run. Then punch straight into the heart of the Sanctum? Now you're thinking like a pulseless sea. Well, this is Operation Nora. It's not just Snow I'm after. The Sanctum's gotta pay too. Hey, you're the one who said we had to fight. Every minute we waste, we're tempting fate. There's some underground tunnels not far from here. I used to play in them when I was a kid. No one uses the entrance anymore, so even the army doesn't know about it. But I know where it is. We can sneak in under their noses. Sounds good. Great. Here we go. Ja, hat ja schon seine Vorteile, jemanden dabei zu haben, der hier einen Heimvorteil hat. Ja, wir sind jetzt also hier nun in Palum Palum, der Handelsmetropole und der Heimat von Hope. No more rivalries now. SICOM's brought in the Guardian Corps. Okay. There's an old drainage pipe. We can use it to avoid being seen. The tunnel entrance is a little further up. Alles klar, an denen hier vorbeizukommen sollte kein großes Problem darstellen. Gut, zuallererst aber müssen wir hier ins Kristarium rein und ein wenig leveln. Gut, wichtig ist ja erstmal hier bei Lightning den Brecher zu machen. Und da sehe ich ja schon erstmal hier eine neue Fähigkeit. Der Shock Impact, und dann haben wir hier noch ein paar andere Fähigkeiten dabei. Ja, hier hinten Beben. Ja gut, Beben ist auch wichtig bei Lightning. Ist eigentlich immer eine wertvolle Meta-Fertigkeit, besonders für Präventivschläge. Okay, dann nehme ich ja erstmal noch das hier mit. Dann schauen wir mal, was wir hier so haben. Okay, das ging jetzt schon fast ein bisschen zu schnell, aber wir haben hier erst einmal Sturmangriff. Sehr gut, das kann ich dann also gleich mitnehmen. Und Blitzra. Wunderbar. Und hier vorne sogar auch noch Eis. Gut, dann kommt also als nächstes erstmal Verheera dran, ne? Müssen wir auch erstmal wieder hier ein paar Punkte verteilen. Dann schaue ich hier gleich nochmal nach, ob da noch irgendwo eine Fähigkeit für den Heiler ist. Ah, sieht eher nicht so aus. Allerdings ja, haben wir hier Rollenstufe. Also werde ich das erstmal auch mal hier hochleveln. Damit wir da schon mal hier wenigstens ein bisschen mehr Kraft haben. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich was bringt, wenn ich jetzt hier Rollenstufe aufstufe. Aber ich glaube eigentlich ja schon, dass dann da eigentlich ja die Fähigkeiten dieser jeweiligen Rolle dann immer ein bisschen stärker sind. Ja gut, dann machen wir jetzt mal hier noch ein bisschen. Und noch einmal Angriffskraft plus 3. Gut, und dann kommt jetzt als nächstes hier Hope an der Reihe und ja, schon mal erstaunlich, wie viel KP erstmal hier zusammengekommen sind, nachdem ich ja erstmal ausgiebig getrainiert habe. Okay, hier beim Verheera ist jetzt momentan nichts. Aber hier, Ex-Aqua und Ex-Blitz, kann ich ja beide mal gleich lernen. Dann beherrscht Hope jetzt hier erstmal eigentlich ja sämtliche Schutzzauber gegen Elemente. Und dann noch hier mal kurz beim Heiler gucken, was haben wir hier so alles? Ah, super, Vitra und Medica. Wird dann alles sofort gelernt.
Aha, alles klar, gut. Mehr habe ich denn hier auch gar nicht. Ja, dann mache ich erstmal hier den Verheerer fertig. Hier. Fünf. Und zack, das haben wir. Gut, dann als nächstes Augmentor. Alles klar, und das reicht dann auch erstmal. Dann wird es mal Zeit, dass wir hier ein bisschen Krawall machen. Und sogar gleich hier einen Präventivschlag am Anfang. Tja, die Kisten haben auch nicht viel drauf. Oh, so knapp geschafft. Ich hatte jetzt eben gerade schon einen kurzen Moment gedacht, ich schaffe den jetzt hier nicht mehr in den Schock rein, aber ging ja doch noch. Alles klar, wir kriegen sogar hier einen Booster. Super, den kann ich ja sogar nachher noch zu Geld machen. Okay. Ein bisschen umschauen will ich mich ja hier dennoch, weil es kann ja immer noch sein, dass hier noch ein paar interessante Sachen liegen. Okay, hier jetzt zwar nicht unbedingt, aber irgendwo hier vorne hinter einem der Panzerwagen müsste doch noch ein Schatz sein. Genau, der da vorne, aber hier komme ich ja nicht ran. Und zuerst einmal muss ich ja natürlich an denen vorbei. Los geht's. Zack. Also, das geht ja ganz einfach hier mit denen. Nicht schlecht. Gut, und wieder mal ein Booster. Also, da muss ich ja schon mal sagen, das wird ja richtig gut hier. Also Palimpolum ist ja eigentlich sowieso jetzt eigentlich ja das Kapitel, bei dem man jetzt eigentlich ja sogar schon die Gelegenheit bekommt, hier eigentlich ja ein bisschen Geld zu farmen. Zumindest sogar jetzt eigentlich ja beim, so gegen Ende dieses Kapitels. Okay, hier haben wir sogar Glasfaserkabel. Kann ich sogar nachher wieder mal zum Waffenverstärken verwenden. Ganz wichtig ist ja für mich ja sogar, dass ich ja noch Vendils Belladonna jetzt unbedingt stärker mache. Auch wenn ich sie ja jetzt natürlich jetzt nicht gerade benutzen kann. Aber kann ja nicht schaden, das ja immer noch so ein bisschen vorzubereiten. Okay, was haben wir hier? Weihwasser. Okay, Weihwasser, was kann denn das jetzt eigentlich überhaupt hier in Final Fantasy 13? Also regulär war das ja so, es konnte ja eigentlich immer Zombie-Zustände eigentlich erheilen, aber das gibt es ja hier nicht. Aber hier macht das ja Fluch. Aha. Hier heilt es also Fluch. Okay, können wir ja hier noch ein bisschen sortieren, damit alles schön geordnet ist. Alles klar. Okay. Hier kann ich nicht rein. Und... ah. Da ist ja noch so ein Typ hier. Oh, sogar ein ganz einzelner hier. Sowas. Der hat ja echt Mut, dass er sich jetzt hier ganz alleine mit zwei Lizzie messen möchte. Gut, der hat hier aber auch ordentlich HP, also der hält schon was aus, muss ich zugeben. Aber auch nicht allzu viel. Da sind die ja schon mal ein bisschen interessanter. Die sind nämlich wenigstens zu dritt. Die sind ein bisschen vernünftig. So, werde ich erstmal hier den Sicherheitstypen hier mal platt machen. Denn soweit ich mich erinnere, kann der hier Buffs auf die Gefährten sprechen. Also auf seine Gefährten, nicht auf uns. Deswegen ja lieber am besten den gleich zuerst wegräumen. Das sehe ich auch so, das war wirklich einfach. Gut, wieder mal 5 Sterne dafür und 96 KP, aber leider keine Gegenstände erhalten. Traurig. Aber na gut, das muss ja auch nicht immer so sein. Hier ist sonst weiter gar nichts.
Und was ist das hier? Ein Rohr, wo ich mal hier kurz durchgehen kann. Ist hier irgendwas? Irgendwas Interessantes? Irgendwie ein Schatz oder so? Nö, sieht wohl nicht so aus. Ich glaube eher mehr, das war einfach mal nur so, um an die Gegner hier vorbeizuschleichen oder so. Damit wir vielleicht sicher an denen vorbeikommen, denke ich mal. Okay, Hope ist immer noch hinter mir, alles klar. Dann gehe ich mal hier weiter. Jetzt muss ich hier mal aufpassen. Okay, hier ist irgendwas. Was ist denn das überhaupt? Irgendwas bewegt sich hier immer ganz schön schnell hier vorbei. Ah, da. Komm mal hier runter. Ah, geht doch. HG Falke. Ah ja, richtig, an den erinnere ich mich sogar noch ein bisschen. Der könnte ein bisschen ärgerlich werden, also ich werde mal hier lieber mal sicherheitshalber mal ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Und hier mal ein paar Buffs sprechen, um die Verteidigung zu steigern. Okay, mehr brauche ich eigentlich auch gar nicht. Oh, okay, das wird jetzt heftig. So. So, schnell am besten erstmal hier hochheilen. Denn jetzt macht er nämlich das. Hop, hop, hop. Beeilung, Beeilung. Scheiße. Ah, okay. Ich hatte befürchtet, dass das jetzt passiert. Ah. Ja, das kann richtig schmerzhaft bei dem werden. Okay, ich glaube, den lasse ich lieber erstmal aus. Also ich habe ja noch später die Gelegenheit, nochmal gegen den zu kämpfen. Also jetzt, das ist einfach ein bisschen zu heftig. Ja, das Dauerfeuer, das kann einen ziemlich hart auslocken. Also wenn jetzt hier Lightning nicht rechtzeitig geheilt wird, dann war es das auf jeden Fall. Ja, also mit dem lege ich mich besser nicht an. Ja, also Lightning kommt gegen den leider nicht an. Ja, was ist mit Gefahr? Ja, gute Frage. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich hole erstmal das aus dieser Kapsel raus. Einen Analysator. Na gut, warum nicht? Kann man immer gut gebrauchen. Und was ist das jetzt überhaupt für ein interessanter Ort? Gut zu wissen. Pflanz- und Zuchtanlage für Palom Polom. Don't worry, it'll be fine. Only kids like me know about that entrance. They'll find it. They'll call in a team and canvass the whole tunnel system. Then we better hurry. So, where's this thing come out anyway? Well, I don't really know for sure. We'll find out today. Ja. Immerhin bleibt Lightning optimistisch. Ist ja gut zu wissen. Hydrokulturen? Ah, verstehe. Okay, ja, es wurde ja gesagt, Pflanz- und Zuchtanlage. Also hier werden ja wahrscheinlich die Lebensmittel für die Bewohner von Palom Polom jetzt hier hergestellt, gezüchtet. Und Hydrokulturen heißt ja eigentlich ja wahrscheinlich wohl nichts anderes, als dass es jetzt hier eigentlich auch eine Bewässerungsanlage gibt. Ja, wie man ja eigentlich ja da unter uns eigentlich ja unschwer erkennen kann, das ist ein riesiges Wasserbecken. Ja gut, bevor wir uns allerdings ja mal hier genauer umschauen, würde ich mal sagen, ich beende an dieser Stelle mal den Part. Also wieder mal vielen Dank hier fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal von Let's Play Final Fantasy 13. Ciao!